Hallöchen! Und weiter geht's hier mit XCOM. Gerade haben wir erst wieder zwei Soldaten auf einem ziemlich schweren Einsatz verloren. Aber Ersatz ist ja schon nachgekauft. Die erreichen uns auch in 3 Tagen. Und dann wird's mal, denke ich, ein bisschen personell aufwärts gehen. Vielleicht sind da dann auch mal gute Schützen dabei. Und in der Zwischenzeit suchen wir einfach nach Aktivitäten. Aber erstmal ist hier unser Aufzug in die unteren Ebenen unserer Basis fertig. Und die 100 Credits, die wir haben, werde ich jetzt auch erstmal direkt in einen Stromgenerator investieren, nachdem ich den Grey Market besucht habe. Wir verkaufen hier die 2 beschädigten Flugcomputer und dann sollten wir uns das durchaus leisten können. Denn ohne Strom ist nichts los hier in der Basis. Licht ist auch schon eine ziemlich tolle Erfindung, muss ich sagen. Und dann schauen wir erstmal weiter. So, denn unsere Finanzlage ist weiter angespannt, so dass wir da im Moment nichts mehr bauen könnten. So, die Soldaten sind angekommen und unsere Forschung ist auch fertig. Dann lassen wir doch direkt mal die nächsten Sachen erforschen. Jetzt können wir erstmal hier so ein vernünftiges Zielfernrohr uns bauen lassen. Und hier diese Foundry, die Schmiede, wie es auf Deutsch heißt, wobei ich eher sagen würde, das ist so ein, so ein Hightech-Labor. Aber gut, irgendwie passt Schmiede ja auch irgendwie doch ganz gut dazu. Und als nächstes werden wir hier mal, ich würde gern Strahlwaffen erforschen. Da können wir dann nämlich Laserpistolen und Gewehre bauen. Aber wenn das allen Ernstes 60 Tage dauern soll, würde ich sagen, dass wir das erstmal ein bisschen nach hinten schieben. Und stattdessen erstmal die Alien-Materialien erforschen. Wow, 60 Tage, das haut mich ehrlich gesagt ein bisschen um. Da werden wir wohl demnächst mal ein neues Labor errichten müssen. Damit das hoffentlich ein bisschen schneller geht. Oh, hier sind wieder massig Soldaten von uns gesundet. Und unser Schiff ist fertig. Das ist so eine Kanone auf Rädern. Die wird uns ab jetzt, denke ich, öfter mal begleiten. Um den Kugelfang zu spielen. Und noch ein Tag, dann ist auch schon der nächste Workshop fertig. Da kommt auch schon das nächste kleine Video. Wo man diese phänomenalen Bandstraßen bestaunen konnte, die irgendwie nur 2 Meter lang sind. Hätten sie sich irgendwie auch sparen können. Aber ein bisschen seltsam, ja. So, wir drücken erstmal Carry On, weiter geht's. Und wow, unser erster Satellitenablink wird den Conceal Report verpassen. Das ist ziemlich schlecht. Ich hatte gehofft, dass wir noch einen weiteren Satelliten starten könnten, bevor der Bericht reinkommt. Aber gut. Oh, wo wir gerade über das Konzil sprechen, jetzt kommen die hier auch schon mit so einer Konzilsmission. Mal schauen. Oh. Das wird natürlich ein Spezialauftrag. Bomb Disposal. Da müssen wir so eine Bombe entschärfen. Aber als Belohnung gibt es
ordentlich Knete und eine Panikreduktion. Und ich würde sagen, da kommen wir einfach nicht drum herum. Das müssen wir einfach durchziehen. Und wie ich sehe, haben wir hier die richtig guten Soldaten wieder zur Verfügung und noch zwei Beförderungen offen. So. Clara Jacobs. Die wird erstmal... Schauen wir mal. Muss ich mir erstmal kurz einen Überblick verschaffen, was ich hier überhaupt für Soldaten gerade zur Verfügung habe. Assault Gunner, Engineer und ein Scout, das ist zum Start ganz gut. Dann werden wir Clara Jacobs hier erstmal noch zum Medic machen. So. Und wir geben ihr dann statt dem Laser Sight noch ein zweites First Aid Kit. Denn bei diesen Conceal-Missionen gibt es auf jeden Fall immer den Dünnmann oder Thin Man. Und der kann so eine Giftwolke versprühen, die ziemlich, ziemlich eklig ist. Und die vergiftet uns dann, was man von einer Giftwolke wahrscheinlich auch erwarten kann. Und das können wir nur mit so einem First Aid oder Medikit heilen, solange unsere Rüstung nicht so eine integrierte Luftversorgung haben. Und wo ich gerade dran denke, ich habe mir vorgenommen, Medics will ich immer mit einer roten Rüstung versehen. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass sie Armor Tint 6, das war, was ich beim letzten Mal hatte, und einen Helm gibt es auch noch dazu. Natürlich nicht beim Kopf, sondern hier bei der Frisur ist der Helm mit bei. Dann gibt es hier diesen stylischen Helm mit der Taschenlampe oben dran. So. So gefällt mir das schon ganz gut. Und der Squaddy Marz, Ned Marz aus Kanada. Mal gucken, was der werden kann. Rocketeer oder Gunner. Und ich würde sagen, das wird unser nächster Gunner. Da haben wir dann ein Medic, ein Assault, zwei Gunner, ein Engineer. Oh, diesmal auch mit Frag Grenades dabei. Und ein Scout mit Lightning Reflexes. Ja, sehr schön. Und ich würde sagen, das ist einfach die Ausstattung, mit der wir diese Mission dann angehen. Wo ist die Mission? In Mexiko. Dropship has arrived. We're going to be putting down in Mexico for this mission. So, dann schauen wir mal, was wir hier für eine Map für uns haben. Oh je, eine der anspruchsvolleren auch noch. Mit der Fleischerei hier, dann gibt es hier so eine Theke und... Dr. Shen erklärt uns jetzt erstmal, dass hier so ein drahtloser Energie, was auch immer ist. Auf jeden Fall müssen wir diese Dinger halt immer einen Soldaten daneben bewegen und es dann anklicken. Diese hochkomplexe Plasmatechnologie kann auch so ein Hans-Wurst-Soldat einfach mal deaktivieren. Gibt es wahrscheinlich einen großen roten Schalter, wo auf Englisch drauf steht Power Off. Ich meine, wer würde es anders machen? Wenn ich ein Alien wäre, ich würde es auf jeden Fall so designen, damit jeder weiß, hier kann man meine Dinge abschalten. So, und meistens, wie viele Runden haben wir denn jetzt erstmal Zeit, bis die Bombe explodiert? 3. Jedes Mal, wenn wir hier so einen Energieknoten deaktivieren, können wir eine Runde länger das Verderben aufhalten.
Denn meistens ist hier in diesem Kühlhaus, da geht meistens ziemlich der Punk ab. Und deswegen werde ich jetzt auch erstmal loslegen und den Caleb Rodriguez hier weit nach vorne schicken, wobei der hat schon das Holo-Targeting-Upgrade. Der geht erstmal hier in Deckung und guckt mal da in die Fleischerei. Nichts zu sehen, sehr schön. Dann rückt er weiter vor. Und mit den anderen Soldaten mache ich dasselbe. Da geht's todesmutig erstmal hier zu dem Knoten, den ich jetzt deaktiviere. It seems you've bought yourself some time, but you still need to hurry, or, well, you know. So, und dann geht's weiter. Jordan Young, unser Sold, kann richtig ordentlich laufen. Er hat flinke Beine, den schicken wir hier mal zu dieser Tür von dem Kühlhaus. So, und der Rest geht durch die Fronttür. Interessant, der Jordan hat hier gar nicht irgendwie das Fenster eingeschlagen. Zumindest habe ich davon nicht wirklich was mitgekriegt. Wahrscheinlich ist da einfach gar keine Scheibe drin. So, und Isabel Castro flitzt da auch rein. Und dann ist auch schon der Gegner dran. Besonders viel scheint da aber nicht los zu sein. So. Deswegen begeben wir uns jetzt hier erstmal schön in Feuerpositionen. Auch um hier durch das Schaufenster zu kommen. Kein Fenster einschlagen, okay. Seltsame Fenster. Und ich würde sagen, dann öffnen wir einfach mal hier die Türen. Okay, kein Gegner entdeckt. Es wäre natürlich toll, wenn hier im Kühlhaus nichts los wäre. Aber ich glaube, hier werden auf jeden Fall ein paar Sektoiden auf uns warten. That alien is unusually human in its appearance. So ein Thin Man ist da. It as an infiltration unit of some kind. I'd recommend capturing it for further analysis. So, und dann versuchen wir direkt mal den hier platt zu machen. Natürlich schieße ich erstmal daneben. Das sind wir ja schon gewohnt. Ja, meine Güte, das sieht ja schon gleich nicht so gut aus. Ich versuche mal eine Granate, kann ich die zu ihm darüber werfen? Ja. Sehr schön, hat ihm auch direkt mal 4 Schaden gemacht und jetzt steht er auch noch schön im Offenen. So, dass ich ihn jetzt mit der Pistole, denke ich mal, 100% Trefferchance, können wir den jetzt hier erstmal schön wegpusten. Und da sieht man diese Giftwolke, die die hinterlassen. Super nervig, die Freunde. Vorsichtig um die Ecke. Wir entdecken nichts, das ist mehr oder weniger gut. Und dann können wir erstmal Feuerschutz geben. Und uns hier weiter durcharbeiten.
müssen wir darauf achten, dass wir nicht durch diese Wolke laufen müssen. Ansonsten werden wir nämlich vergiftet und das wollen wir auf jeden Fall verhindern. Nicht nur, dass diese Vergiftung jede Runde Schaden macht, als klassischer Dot, sondern reduziert auch die Trefferchance ziemlich drastisch. Und das ist was, was wir uns mit unseren jetzigen Soldaten auf gar keinen Fall leisten können. So. Man hört schon an diesem Düdüm, Düdüm, dieser Takt, dass uns hier jetzt so langsam die Zeit ausgeht. Oh, erstmal deaktivieren wir hier noch so ein Ding. Und oben auf dem Dach von der Fleischerei entdecken wir zwei Sektoiden. Mhm. Ja, schauen wir mal, wie wir mit den beiden fertig werden können. Positive enemy contacts. Und da haben wir noch drei Sektoiden. Eieieiei. Der eine kraxelt auch mit hoch aufs Dach. So, wo haben wir denn den Jordan? Wird es nämlich Zeit hier für eine kleine Kommandoaktion. Wir aktivieren Run and Gun. Ziehen den hier an den LKW. Wir werden jetzt mit der Schrotflinte hier hoffentlich dem die Rübe wegschießen. Ja, der Mann liefert. Der weiß, es geht um seinen Planeten. Der ballert nicht wild rum. So, und dann Ned Marks kann den oben auf dem Dach aufs Korn nehmen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Auch wenn 52% Trefferchance nicht so der Hammer sind. Positionieren sich hier mal weiter. Schön offensiv. Vielleicht kann ich ja auch eine Granate da hochwerfen. Das sieht aber irgendwie sieht das nicht richtig aus. Stockwerk darunter zu landen. Das lassen wir erstmal sein. Dann mal versuchen erstmal mit einem normalen Schuss. Zwei Schaden gemacht, okay. Ist jetzt nicht so das, was ich mir erhofft hatte. Isabel Castro kann jetzt hier vielleicht noch mal was ausrichten. Nee, leider nicht. Das ist natürlich, na, schießt auch daneben. Und erstmal gibt es wieder eine Gedankenfusion. Und wir schießen daneben, nichts Neues. Werden flankiert. Aber ein
Ansonsten machen die Gegner zum Glück nicht wahnsinnig viel. Dass sie farbig markiert werden, wenn die da drin sind? Nee, leider nicht. Ich probiere das jetzt einfach. Wenn das nichts wird, was gleich. Nur bedingt, aber. Looks like you found the bomb. Get over there and deactivate it. Okay, jetzt haben wir erstmal hier die Bombe aufgedeckt. Ach, und unten drin sind nochmal zwei Gegner aufgedeckt worden. So, ein weiterer Abschuss, der gleich ein Doppelkill wird. Sehr schön. Und da unten, die ziehen sich erstmal weiter zurück. Das ist auch schön. Die Gelegenheit nutzen wir gleich mal mit unserem Assault, um vorzurücken, damit er in der nächsten Runde ja vielleicht mal reinstürmen kann. Und Verderben zu spucken. Ah, Ned Marz bringt erstmal einen weiteren Abschuss. Super. Das sind die Erlebnisse, die wir gerade brauchen. Benutze aber erstmal ihr Medikit. Rub some dirt on it, you wimp. Genau, rub some dirt on it. So. Und der Caleb schießt jetzt auch nochmal. Leider ist dieses Ausreichen an der Trefferchance hart verbuggt. 74% für den ohnehin schon Verletzten. Die anderen 34. Nein, ich riskiere es einfach. Ja, das sieht gut aus. Da habe ich vom Dach erstmal nichts weiter zu befürchten. Für den Augenblick nur noch die beiden da unten drin. Eieieiei, da gibt es auch den nächsten Panikanfall und die Durchsage, dass die Bombe jeden Augenblick hochgehen könnte. Wir haben auch nur noch Einzugrestzeit, aber das wissen wir natürlich schon. Wir sind ja auch in einer guten Position, um... das fleißig verhindern zu können, dass uns das Ding hier gleich um die Ohren fliegt. So, öffnen wir hier mal die Luke und riskieren ein bisschen was. Jordan Young rennt mal in die Nähe der Bombe und bringt einen weiteren Kill nach Hause. Kill confirmed. Sehr schön. So, dann werde ich mal
restlichen Soldaten schon mal ein bisschen hier postieren, denn sobald wir diese Bombe entschärft haben, werden auf magische Weise gleich nochmal so ein paar Finmans hier abgeworfen im Einsatzgebiet. Und ich hoffe, dass ich die dann direkt empfangen kann und platt machen kann. Das wäre natürlich echt stark. We're green to go. Commander, we're detecting an energy buildup in the area. That bomb is going to reach full power any minute now. Ja, und wieder die Warnung, dass sich die Energie der kritischen Situation nähert. Aber wir entschärfen jetzt die Bombe. Now you just need to eliminate any remaining hostiles. Und jetzt müssen wir nur noch alle verbleibenden Gegner töten. Objectives updated. Wobei aber, wie gesagt, gleich noch so ein paar Gegner auf magische Art und Weise einfach spawnen werden. Ich weiß nicht so genau, ob ein UFO hier drüber lang fliegt und die abwirft oder wie die sich das vorstellen. Auf jeden Fall fallen sie sozusagen vom Himmel herab. Das ist halt die Macht der Außerirdischen. Ja, die können sogar vom Himmel fallen, ohne dass ihnen das was ausmacht. Beachtlich, sollte man denken. Da sehen wir schon, hier ist der erste gelandet. Geht sofort in Overwatch-Modus, aber wird von uns empfangen. Und auch direkt niedergeschossen. Der zweite hat auch direkt Feuer bekommen, sehr schön. So, Jordan Young versucht jetzt hier nochmal alles mit seiner Spezialfähigkeit. Kommt er vollkommen überraschend hier durch die Tür, kann der Gegner auch trotz Overwatch gar nicht reagieren. Und kriegt jetzt eine Ladung Schrot ins Gesicht. Well done, Strike One. I'm reading zero on the bomb's energy signature. Da haben wir die erste Konzilsmission erfolgreich geschafft. 11 Kills, keine Verluste. Und die Bombe ist entschärft. Was will man mehr? So, da treten wir auch schon den Rückzug an. Na gut, 2 Verletzte, aber 15 Tage nur, das kann man nochmal verknusen. Ansonsten 2 Beförderungen, das ist natürlich super. 2 Corporals mehr. Hier ein Assault. Den, mal gucken, was machen wir denn? Geben wir dem dann für Fähigkeiten? Wir könnten nah und persönlich machen, 30%. Trefferchance, kritische Trefferchance für Gegner direkt im Feld nebenan. Finde ich persönlich aber nicht so mächtig, weil die Gegner, an denen man nah dran ist, da hat man meistens sowieso keine Deckung zwischen sich, sodass man eh eine hohe Crit-Chance hat. Rauchgranate passt überhaupt nicht zum offensiven Spielstil und
Der Executioner. 10 Trefferchance gegen Ziele mit 50% Leben oder weniger. Ich glaube, das wird das Ding sein, das wir dem hier geben. Die Treffer sind das, was zählen, ob die kritisch sind oder nicht. Finde ich, ist meistens nebensächlich. Wenn der Schuss daneben geht, kann man sich nämlich nichts von kaufen. So, und Isabel Castro, unser Scout. Rapid Reaction, hätten wir 2 Reaktionsschüsse, den Battle Scanner oder Damn Good Ground. Ich glaube, zum Scout passt einfach der Battle Scanner ganz gut. Ist auch unwahrscheinlich nützlich, kann man sich während der UFO-Mission mal schnell informieren, was ist so in der Nähe los, ohne dass man gleich was aufdeckt. Und ja, 11 neue Leichen, 11 neue Waffenfragmente. Und es gibt eine Panikreduktion in Mexiko, ich glaube auch in dem kompletten Kontinent, also Nordamerika, bin ich mir aber nicht so sicher. Gucken wir gleich mal nach. Und 230 Millionen Dollar, das ist ganz ordentlich. Schauen wir mal nach, wie es mit den Panikleveln aussieht. Okay, ist nicht so, gab jetzt nur die Panikreduktion in Mexiko. In den Vereinigten Staaten immer noch kritisch, in Russland und Indien genauso. Aber ich denke, das können wir ganz gut im Griff behalten. Und dann nutzen wir einfach mal jetzt die Chance, hier und jetzt eine weitere Pause einzulegen. Und wir sehen uns dann wie immer im nächsten Teil wieder. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, bis dann, Leute.